Ja, hallo, heute zeige ich euch mal den Wärmetauscher im CAD. Und zwar war gewünscht, ob man nicht mal den inneren Aufbau sehen kann. Dazu fange ich jetzt erstmal an, den zu erklären, also den Aufbau komplett. Im Prinzip ist es ja so, dass hier von oben die Abluft reinkommt. Die wird dann über so ein Übergangsstück und ein Ventilator hier in den eigentlichen Wärmetauscher geführt, gibt hier die Wärme ab an die Zuluft und geht dann hier unten wieder raus. Genau, der umgekehrte Weg ist von der Zuluft, die kommt von hier, geht hier unten rein, nimmt die Wärme auf von der Abluft, wird von dem Ventilator nach oben gefördert und bei Bedarf nochmal vorgewärmt oder nachgewärmt mit dem Heizregister. Das ist das Schwarze hier. Ja, und geht dann in den Raum rein. Hier an den Zuluft- oder Abluftstutzen sind noch Öffnungen für zum Beispiel Temperaturfühler hier, 6 mm Durchmesser. Oder für eventuelle Druckmessungen ist ja auch noch eine Öffnung mit einem Schnellverschluss. An der Unterseite gibt es genau die gleichen Stutzen mit den gleichen Öffnungen, also auch einmal für Temperaturfühler oder für Druck, genau auf der rechten Seite in der Zuluft auch. Und hier gibt es noch die Besonderheit, dass an der Unterseite ein Eckstück eingebaut ist, mit dem man das Kondensat abfangen kann. Und zwar ist es so, das hat hier diese Schräge und hier sammelt sich das Kondensat und kann dann auch über eine Schnellverschlusskupplung, Schnellverbinder heißen die, kann das dann über einen kleinen Schlauch weggeführt werden. Alternativ hatte ich vor, eine Schraubdose darunter zu schrauben, die transparent ist, dass man zumindest sieht, wie viel Kondensat sich ansammelt und das dann öffnen und wegschütten kann. Eigentlich weiß ich noch nicht, was besser ist, da sich doch eine Menge Kondensat bildet. Da könnt ihr ja mal sagen, wie ihr euch das am besten wünschen würdet. Jetzt würde ich mal durch den Wärmetauscher schneiden. Ich schneide jetzt mal durch den Wärmetauscher durch, und zwar von oben nach unten. Hier sieht man den Abluftkanal. Da wird die Luft nach unten reingedrückt. Und hier ist der Zuluftkanal. Da wird die Luft nach oben rausgedrückt. Und die treffen sich jetzt in der Mitte. Je weiter ich durchschneide, desto besser wird man sehen, wie sich die Luftströme überschneiden. Und zwar ist es so, dass hier oben im Kreuzstrombereich die Zuluft zum Beispiel in diesen Kanälen fließt und die Abluft auf der gegenüberliegenden Seite. Und das wechselt sich immer wieder ab. Zuluft, Abluft, Zuluft, Abluft, Zuluft, Abluft. Und getrennt sind die nur durch eine 0,3 mm starke Kunststoffwand. Das ist der Kreuzstrombereich und jetzt geht es weiter runter. Die Kanäle werden immer breiter, bis der Gegenstrombereich anfängt und das ist hier. Ab hier wird die Luft gerade nach unten geführt und verläuft im Gegenstrom. Das heißt, hier ist zum Beispiel ein Zuluftkanal, da strömt die Luft nach oben und hier ist ein Abluftkanal, da strömt die Luft nach unten. Das
heißt, die können wunderbar ihre Energie austauschen, die beiden Luftströmungen. Und das ist der Übergangsbereich. Und jetzt geht es in den eigentlich interessanten Bereich, wo nämlich nochmal die Kontaktflächen leicht gefaltet werden. Dadurch vergrößert sich die Kontaktfläche und die Luftströmung wird gelenkt. Und zwar so, dass sie wirklich nur noch von oben nach unten fließen kann. Das geht so weiter bis unten. Und ganz unten kommt nochmal ein Kreuzstrombereich. Das heißt, jetzt ändert sich gleich wieder die Struktur der Lamellen. Man sieht, die werden jetzt wieder gerade, weil es gleich wieder in den Kreuzstrombereich geht. Und ich gehe immer weiter runter. Und jetzt sind wir im Kreuzstrombereich. Und das ist das gleiche wie oben, nur dass es hier einmal gespiegelt ist. Das ist auch wieder so Abluft, Zuluft, Abluft, Zuluft und so weiter. Und so wird die Wärme da drin übertragen. Jetzt schneide ich nochmal von vorne nach hinten, damit man mal so einen Komplettschnitt hat durch den Wärmetauscher. Ist vielleicht auch ganz interessant. Da versuche ich mal die Mitte vom Rohr zu treffen, damit man da genau in der Mitte ist. So. Sieht man zum Beispiel hier unten im Kondensatbereich sehr gut diese Schrägen. Das heißt, das Kondensat kann von hier oben runter tropfen, wird dann hier gesammelt in dieser Art Regenrinne und geht dann nach unten raus. Genau das gleiche auf der Zuluftseite. Und da muss man mal gucken, wie viel Kondensat da anfällt und was man dann welche Möglichkeit die beste ist, ob man dann so eine Schraubdose drunter schraubt oder wirklich dauerhaft Kondensat ableitet durch einen Schlauch. Hier sieht man dann nochmal ganz gut den Wärmetauscher. Hier im oberen Bereich ist der Kreuzstrombereich und dann kommt hier der Gegenstrombereich. Und hier unten ist wieder ein Kreuzstrombereich. Ja, hier im oberen Bereich sind die beiden PC-Lüfter. Die sind 60 auf 60. Und dann kommt noch ein Heizregister. Und dann geht es eben nach oben. Oder hier kommt die Luft von oben. In dem Fall ist das die Abluft. Geht dann durch den Wärmetauscher. Hier nochmal komplett. Ja, so sieht das Ganze aus. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.